Hallo und herzlich willkommen, Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zur DL-Season mit den Nürnberger Ice Tigers. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und auch ein Sieg zu Hause am letzten Spieltag und den Serienausbau auf 3 zu 0 haben wir jetzt das vierte entscheidende Spiel für uns. Mal schauen wir mal, ob wir das gewinnen werden. Ich habe jetzt alles so belassen wie beim dritten Finalspiel. Dann werden wir losstarten. Hier am Oberwiesenfeld und versuchen, ob uns das gelingen wird, uns ins Finale, also zum Titel, also im Finale sind wir ja schon, zum Titel zu sweepen. Ich gehe jetzt mal schon davor aus. Ich habe jetzt da die drei Spiele nur mal angeschaut, was ich aufgenommen habe, also ich gehe mal schon davor aus, weil wir im ersten Spiel haben wir 4 zu 0 gewonnen, dann 4 zu 2, da war München stark. Beim letzten ist ein Einbruch gekommen. Also wenn sie jetzt eine Wunderwaffe auspacken, die Münchner, dann sind sie Vizemeister. Und ich werde jetzt mit voller Härte, werde ich jetzt da in den Spiel spielen. So, jetzt Dan Fox verliert das Bulli. Das Tor. Ah, Verzögerungsstrafe. Aber ich habe gesagt, volle Härte, gell? Da muss ich mit sowas rechnen. Aber vier Ice Tigers sind genauso gefährlich aus wie fünf. Und der Oliver hat es ja bewiesen, dass es möglich ist, in einer doppelten Unterzahl auch ein Tor zu schießen. Weber. Was ist denn jetzt? Der Max. Der Max. Ich glaube, so ist besser. Max. Zweite Strafe gegen München. Ob das nicht gerade eine Schwalbe war? So, Oliver. Lass mal einen Puck bei ihm. Ich möchte jetzt wissen, ob er das, nur mal, das Kunststück nur einmal schafft, in der doppelten Unterzahl ein Tor zu schießen. Wollte ich mir jetzt gerade, habe ich mir jetzt gerade so bei mir gedacht, aber. Bilou. Oliver, 52 Sekunden noch, doppelt die Unterzahl, jawohl, komm schon alle, ah, den aus den Birken halten auf, 33 Sekunden noch, doppelt die Unterzahl. Welsch, der Max, 11 Sekunden und doppelt die Unterzahl, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wir sind wieder vier Tigers auf dem Eis, Andrew zurück, abseits für München. Stor am Bulli. Andrew. Max Leon. Stor. Oh,
ins Tor schießt das 1:0 für Nürnberg. Achtes Tor in diesen Playoffs. Ich sage ja, München ist gefährlich. Sie sind gefährlich. Ich muss mir doch genau überlegen, mit wem dass ich wo ein Tor schieß. Wow. Andrew? Ah, leider nicht. Leider nicht. 10:08 nur auf der Uhr. Im ersten Drittel und es steht 1:0 für Nürnberg. Der Max am Bulli. Da, Oliver Schmülz und geht's nicht aus. Aber hier da Dennis Lobach, viertes Tor in diesen Playoffs, 2:0 hier in der Begegnung Nürnberg München am Oberwiesenfeld. Aber es wisst ja, 2:0 heißt ja nichts. München hat das schon mal geschafft zum Ausgleichen. Die letzten drei Finalspiele. So, Fox. Olli. Fox wieder. Stor. Zweites Tor am heutigen Abend von unserer Nummer 65. Vom Randy Stor. Ryan Stor. Fuck, beides mit Ergo. Hervorragend. Ich bin begeistert von meiner Mannschaftsaufstellung. So, Dan Fuchs. Letzten zwei Spielminuten im ersten Drittel. Seidenberg. Deutscher Nationalspieler. Wird in der WM dann wahrscheinlich spielen. Friedrich. Und mit 2:0 trennen wir uns im ersten Drittel. Auf geht's, zweites Drittel. Meine lieben Sportsfreunde, ein Sieg trennt uns noch vom Meisterschaftstitel. Ich habe jetzt einen Titel gesagt. Ein Sieg meine ich natürlich. So, Andrew. Tor. Er will es wissen. Hattrick. Na, noch nicht. Noch ist der Hattrick noch nicht bereit. Andrew. Jawohl, Reimer. Tor. Jetzt greift er. Er will es wissen. Fox Tor wieder am Drücker. Auch noch nicht. Fox. Tor. Und wieder Fox. Und Reimer.
Auch nicht. Stor. Abul, schiebe Nummer, schiebe Nummer. Ah, Abroller. Reimer. Oliver. Und ein neuer Aufbau von Stor. Noch kein Hattrick in Sicht für Stor. Welsch auch nicht. Schmölz. Dennis kriegt gerade die Scheibe nicht. Aber Straff. Schmölz. Brown. Ah, das war die Chance gewesen. Fürs 4:0 im zweiten Drittel. Aber München hebt dagegen. So, auf geht's. Letztes Drittel wahrscheinlich hier in diesen Playoffs. Ungefährliches Drittel. Wenn im Schlussfeinde 3:0. München könnte nochmal Gas geben und gefährlich werden. Den Fuchs verliert das Bullis Tor. Verliert die Scheibe an München. Reimer. Und 4:0. 12. Tor von Patrick Reimer. Hervorragend. Danny aus dem Bilden scheint sich da wagt ein Tänzchen. Hat jetzt so ausgeschaut. So, Dan Fox 4:0 für Nürnberg. So, Stor. Mit der Chance, auf sein Hattrick. Nein. So, Stor, nur einmal Angriff. Zwanzig nur auf der Uhr. Nicht. Ah, schön vorbei, Andrew.
Brown. 10:30. Ah, München wehrt sich nur gegen das Tor. Brown. Sechs:30. Frankie Maurer ist gefährlich bei München. Ich weiß das. Wie gefährlich das der ist, weil ich ihn oft schon gesehen habe spielen. Ah, Verzögerungsstrafe in den letzten Zügen vom Dennis. Beinstellen. Aber ich gehe mal davon stark aus, meine lieben Sportsfreunde. Wir rocken das Ding in der normalen Zeit. München wehrt sie zwar, aber sie werden nicht mehr viel Chancen haben. Brown. Welsh. Der Max am Drücker. Ah. Jetzt müssen wir schauen, dass wir an Treutl den Shootout fürs Finale zusammenbringen. Bilou. Brown. Stor. Vielleicht kriegst du auch sein Hattrick noch. Jungs, macht's mir das Tor frei. Macht's mir das Tor frei. Ah, Schott, Schott, Schott. Abseits 36,2 Sekunden nur vor Ablauf der regulären Zeit. Es steht 4:0, meine lieben Sportsfreunde, 36,2 Sekunden nur und wir sind Meister hier in der Saison 21-22. Elf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und aus und Nürnberg ist Meister. Ein gutes Spiel, ein gewaltiges Spiel, mir stützt die ganze Haut auf, meine lieben Sportsfreunde, hervorragend. Ein super Finalspiel. Das zweite und das dritte Spiel war jetzt gut von München. Das zweite war nur besser, weil es nur mehr Gegenwehr gebracht haben. Aber ich glaube, dass jetzt jeder eigentlich froh ist, dass das Finalspiel vorbei ist. Dass es jetzt in die Sommerpause geht. Ich weiß, das ist heftig, wenn man verliert. Aber es muss einen Sieger und es muss einen Verlierer geben.
Zumindest ist München Vizemeister. Und dann gibt es nur den Sportsfreunde-Handshake. Ich würde ja sagen, wenn ich da Teamkapitän der Nürnberger war, da ich sagen, weißt du was, Don Jackson, schick deine Jungs und wir feiern zusammen. Patrick Hager, Patrick Reimer mit einem Tor und 0 Assist auf Platz 3. Dann der Oliver mit 2 Assists auf dem zweiten Platz. Und das Tor mit 2 Toren. Leider hat er einen Hattrick nicht geschafft. Also haben wir 3 Stars, 3 Tore, 2 Assists und wir haben uns zum Titel gesweept. Meine lieben Sportsfreunde, wir sind auswärts Meister geworden. Schade, dass man hier nicht so den Pokalübergabe sieht wie in der Eishockey-League von Österreich. Mal schauen, werde ich das vielleicht nächstes Mal machen. In der Saison 22, 23. So, dann haben wir uns da mal noch vor. Playoffs sind vorbei. Nürnberg ist Meister. Da hätte man eigentlich, man könnte ja da eigentlich, gell, liebes NHL-Team, weitermachen, gell, aber warum auch, sollten wir das ja, gell. So, meine lieben Sportsfreunde, das war's für dieses Let's Play mit den Nürnberger Ice Tigers. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Die Saison war richtig geil mit Nürnberg zu spielen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich bedanke mich für alle Daumen nach oben, für Kommentare, für die Aufrufe der Videos. Ihr seid die Besten. Ohne euch wären wir YouTuber gar nichts, weil wir brauchen euch Abonnenten, dass ihr uns unterstützt. Und ich weiß, ich habe die weltbesten Sportsfreunde, die was hier zuschauen. Und wir sind doch alle wahre Sportsfreunde und natürlich auch wahre Sportsfreundinnen. Ende des Let's Plays. Nürnberg ist Meister. Meine lieben Sportsfreunde, ich wünsche euch bis zum nächsten Mal nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen. Lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir hier dieses Video schaust, würde mich freuen, wenn es bei meinen anderen Eishockey-Projekten auch reinschauen würde. Und dann sage ich zum letzten Mal in diesem Projekt mein Leitspruch: in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch, hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.